Wir wollen und müssen die Ukraine unterstützen, um unseren Frieden zu sichern. 37 Milliarden Euro, die waren im Haushalt nie vorgesehen, weil wir immer in Frieden leben wollten. Ja. Die mussten immer bei anderen Bereichen abgeschnitten werden. Bei sozialen. Annalena Baerbock erzählt im Talk bei Frau Maischberger, wie 37 Milliarden Euro unter der Ampel rausgeschnitten wurden, um dafür den Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Unter anderem wurde im Bereich von Sozialen bei frühkindlicher Bildung und Investitionen in unser Land dafür gespart. Zur Erinnerung, die Ampel ist unter anderem vor allen Dingen daran gescheitert, dass Rot-Grün die Schuldenbremse aufheben wollten, um noch mehr Geld in die Ukraine-Krieg reinzupumpen. Kanzlerkandidat der Grünen Habeck tourt derweil rum und verlangt ein erneutes Sondervermögen für die Bundeswehr, um sich weiter kriegstüchtig gegen Russland zu machen. Ja, meine Damen und Herren, das zeigt doch eindeutig, dass diese Grünen wirklich die gefährlichste Partei im Deutschen Bundestag sind. Sie ruinieren nicht nur unsere Wirtschaft mit diesen irrsinnigen Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die dazu führen, dass wir die teuersten Energiepreise in ganz Europa haben, und dazu führen, dass unsere Industrie den Bach runtergeht. Auch Frau Baerbock ist ja dafür bekannt, dass sie mit diesen Wirtschaftssanktionen gedroht hat und das Ziel gewesen ist, Russland zu ruinieren. Tja, wir sind das Schlusslicht unter den Industrienationen dank dieser grünen Ideologiepolitik. Und auch erklärt Frau Baerbock nicht als Außenministerin, dass nach über 2,5 Jahren Waffenlieferung und nach diesen 37 rausgeschnittenen Milliarden der Krieg in der Ukraine überhaupt nicht beendet ist. Ganz im Gegenteil. Wir vom Bündnis Sarah Wagenknecht sagen ganz klar, diese irrsinnige grüne Politik gehört endlich abgewählt aus der Bundesregierung. Wir brauchen diplomatische Initiativen statt noch mehr Milliarden für Krieg in der Ukraine und sonst wo. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Politik der Vernunft und Gerechtigkeit. Und dazu gehört eine vernünftige Wirtschaftspolitik.